Welcher Kontinent ist der stärkste auf der Erde? Finden wir es heraus mit diesem spannenden Kontinente Battle Royale. Der interessanteste Konflikt wird natürlich der zwischen Europa, Asien und Afrika. Europa expandiert erstmal Richtung Asien. Amerika selber geht nicht viel weiter, die haben halt auch nicht die allzu große Front, ne? Afrika stößt jetzt auch Richtung asiatische Gebiete vor, Europa wird hingegen ein bisschen zurückgedrängt. Und auch Nordamerika hat Gebietsgewinne zu verzeichnen. Die Afrikaner, Alter. Überrennen die Asiaten. Inzwischen kämpfen um die 60 Millionen Mann auf allen Seiten. Asien ist mit diesem 2 gegen 1 gerade ein bisschen überfordert. Wobei jetzt natürlich auch Afrika gegen Europa kämpft. Asien hat in der Zwischenzeit alles erobert, was irgendwie in Reichweite wäre. Denke mal, Südamerika wird auch bald fallen. Afrika mit Großoffensive gegen Europa gerade. Nach 2 Jahren ist Europa gefallen. Asien überrennt jetzt Afrika. Und damit steht Afrika kurz vorm Fall. Und damit entscheidet sich zwischen Asien und Amerika. Und nach 12 Jahren Krieg und über 400 Millionen Todesopfern gewinnt die Asiatische Union den Krieg der Kontinente. Herzlichen Glückwunsch.